Herzlich willkommen bei Capriccio. Heute Leopolds Reut, das Geheimnis des verschwundenen Dorfes. Und Protest in München. Wutbürger gegen 40 Meter tiefe Baulöcher mitten im Herzen der Stadt. Und ihre Folgen vor Augen zu halten. Protest in München gegen einen Riesentunnel. Am Orleansplatz im Stadtteil Haidhausen würde ein 40 Meter tiefes Bauloch klaffen. 200 Laster täglich. Die Anwohner haben Angst um ihre Kinder, fürchten Lärm und Dreck. Auch große Teile der Altstadt würden untergraben. Und die geplante Strecke geht nur 9 Meter an der Frauenkirche vorbei. Das könnte gefährlich werden. Je näher der große Tunnelbohrer München rückt, desto lauter wird der Protest. Nicht gegen einen Bahnhof wie in Stuttgart, sondern gegen eine 10 Kilometer lange S-Bahn-Strecke. 2 Milliarden Euro teuer. Hier, mitten im Herzen von München, am Marienhof, soll schon morgen ein Bauzaun angebracht werden. Ende April kommen die Bagger und die Bäume werden umgepflanzt. Sogenannte bauvorbereitende Maßnahmen beginnen. Und wenn der Tunnel kommt, gibt's hier nur noch ein Riesenbauloch, jahrelang. Ich bin Anlieger hier, direkt am Marienhof. Wir finden es alle miteinander hier unmöglich, dass das Herz Münchens, und das hier ist das Herz Münchens, zerstört wird. Nicht auf 1 Jahr, nicht auf 2 Jahre, auf 10 Jahre und länger. Brennpunkt der Proteste ist Haidhausen. Direkter Nutzen des Tunnelprojekts für die Bewohner? Fehlanzeige. Neue Haltestellen gibt's hier nicht. Dafür über 6 Jahre Lärm, Dreck, Feinstaub und bis zu 200 Lastwagen täglich. Wozu, wenn das Ganze für eine so unsinnige und schlechte Lösung ist? Wenn das wirklich das Problem des Münchner S-Bahn-Systems lösen würde, ich glaube, dann würden die Haidhauser anders agieren. Dann würden sie sagen, in Gottes Namen, dann nehmen wir das auf uns. Ingeborg Michelfeit und Walter Heldmann von der Bürgerinitiative wollen den Kampf nicht aufgeben, auch wenn Freistaat und Stadt das Projekt schon genehmigt haben. Dann ist da noch die heikle Frage mit dem Dom. Die neue Röhre soll nur 9,5 Meter entfernt von der Frauenkirche, dem Wahrzeichen Münchens, entlang führen. Nach ausführlichen Messungen der Statiker soll sich der Nordturm um einige Millimeter senken. Beunruhigend sei das nicht und der Bau sicher, sagt die Bahn. Keine Gefahr? Oder doch, wie beim Einsturz des Stadtarchivs in Köln nach U-Bahn-Bauarbeiten? Also ich sage, werde erst beruhigt sein, dann, wenn tatsächlich auch das ganze Bauwerk vollbracht ist und es dann tatsächlich eigentlich keinen Einsturz gegeben hat. Und das kann, glaube ich, mit hundertprozentiger Sicherheit niemand voraussagen. Also wird meine Unruhe bleiben. Die neue Strecke braucht einen 7 Kilometer langen Tunnel direkt unter der Innenstadt. Der verläuft, mit wenigen Haltestellen, praktisch parallel zur bisherigen Stammstrecke. Die neue Strecke liegt bis zu 40 Meter tief unter der Erde. So tief wie bis jetzt keine S-Bahn in Deutschland. Der beste Weg ist die zweite Stammstrecke, weil sie ja auch eine der Voraussetzungen dann bietet für die schnellere Anbindung des Flughafens. Es gibt, weil es so tief sein muss, nur ganz wenige Halte- und Verknüpfungspunkte, was wiederum heißt, auf zigtausende der Fahrgäste der Münchner S-Bahn würden neue Umsteigezwänge zukommen. Es würden auch die Fahrgäste werden mit Taktverschlechterungen konfrontiert. Also es kann einfach nicht sein, dass man Milliarden investiert und dann für zigtausende Fahrgäste das System schlechter macht. Richtig ist, dass sich die Taktzeiten nicht für sämtliche Fahrgäste verbessern, dass es sogar für einige Verlängerungen gibt. Das liegt am Betriebssystem. Aber genauso richtig ist, dass es keine Alternative gibt, um den Engpass zu überwinden. Wirklich? Die Bahn könnte doch in den Stoßzeiten auch erstmal mehr Langzüge bereitstellen. In Haidhausen, einem Viertel mit vielen Kindern, wünscht man sich wohl jedes andere Konzept. Der Orleansplatz am Ostbahnhof würde sonst bald zu einer einzigen 40 Meter tiefen Megabaugrube. Ich bin sauer und einschließlich dagegen, weil ich 50 Jahre hier und habe den anderen Tunnel ja auch, den Bau, miterlebt. Und seitdem zittert bei mir im Wohnzimmer sowieso ein Stuhl. Und ich habe keine Lust, für den Rest meines Lebens hier
oberhalb einer Baustelle zu leben. Meine große Angst ist, wenn hier so eine große Grube entsteht, wenn die da alleine zum Hort gehen müssen, die Kinder, dass jetzt mal abgesehen von der Staubbelastung das wirklich eine richtige Gefahr ist. Das ist ja nicht vom ersten bis zum letzten Tag so, dass jeden Tag 200 LKWs da durch die Landschaft fahren. Sondern die Baustelle wird eingerichtet, dann haben wir die ersten paar Monate für die Erstellung der Schlitzwand. Das sind sicherlich, Sie haben den Begriff Hardcore genannt, sind sicherlich für die Betroffenen nicht so ganz einfach. Aber dann normalisiert sich der Baustellenzustand. Insbesondere viele Einzelhändler im Viertel fürchten nun um ihre Existenz. Das betrifft auch das einzige Kaufhaus von Haidhausen, das die Baugrube direkt vor der Tür hätte. Was mich stört, ist einfach dieses Hauruck-Verfahren der Politik, so wie Stuttgart 21 unter anderem auch, dass die Kommunikation zwischen Politik und den Bürgern und vor allem den Gewerbetreibenden nicht funktioniert. Und das Zweite ist, dass wir schon Auswirkungen von 1972 erfahren haben, wie also über 7 Jahre lang die U-Bahn gebaut wurde, gab es ein großes Sterben von kleinen Gewerbetreibenden. Das Viertel fürchtet um sein Gesicht. Ich glaube halt, dass sich das Viertel definitiv verändern wird, weil ich glaube, dass viele Familien mit Kindern, mit Kleinkindern sich überlegen, dort wegzuziehen. Und auch die Infrastruktur wird sich verändern. Die ganzen kleinen Läden, die eben Haidhausen ausmachen, die sind betroffen von dieser Weißenburger Straße, von den Bauarbeiten, die dort stattfinden werden. Und die sagen alle, dass sie da keine Zukunft haben. Auch das Sicherheits- und Brandschutzkonzept der Bahn scheint fragwürdig. Strecke, Rettungsschächte und Bahnhöfe liegen sehr tief. Es könnte schwierig werden im Unglücksfall. Nicht nur für die Rettungskräfte. Die Bahn geht ja davon aus, dass bei einem Unfallgeschehen in 40 Meter Tiefe den Personen, die nicht mehr alleine sich retten können, von anderen Fahrgästen geholfen wird. Das heißt im Klartext, man erwartet oder geht davon aus, dass so viele junge Leute unten sind, die Alten und Kinder mit Kinderwägen und Gehwagen und sonst irgendwas 40 Meter nach oben zerren können. Im Tunnelbereich gehen wir nicht davon aus, dass ein Zug brennt. Der fährt immer bis zur Station durch, hat eine sogenannte Notstromüberbrückung. Das ist der Fall, dass im Tunnel ein Zug aus Brandgründen zu liegen kommt, gar nicht vorstellbar ist. Wir wollen hier am Marienhof auch keine Wasserwerfer, wir wollen keine Verletzten, wir wollen keinen großen Aufstand und wir vergleichen uns auch nicht mit Stuttgart 21, noch nicht. Aber man braucht endlich eine Notbremsung hier. Obwohl noch eine ganze Milliarde fehlt, die man sich an Zuschüssen vom Bund erhofft, lassen Freistaat, Stadt und Deutsche Bahn hier bald die ersten Bagger rollen. Bis Olympia 2018 will man schließlich fertig werden. Noch so ein Projekt mit vielen Fragen.